Hallihallo, Hallöchen, und damit herzlich willkommen zurück zum Kerbal Space Center. Heute will ich mit euch was ganz Besonderes bauen, und zwar ein Single Stage to Orbit in Raketenform. Vom Stil her so Elon Musk Style. Das heißt, eine fette Rakete mit einer fetten Payload oben drauf, die komplett ins All fliegt, oben dann ihre Lieferung, ihre Kerbals, ihr Essen, Engine, Treibstoff, was auch immer, oben lässt und in einem Stück wieder zurückkommt und zu Hause landet. Und das wollen wir jetzt heute zusammen bauen. Und zwar werden wir dafür einfach mal die fetteste Fairing nehmen, die wir finden können. Moment, kurz mal zu Fairings nehmen. Die da. Das ist eine fette Fairing. Und die soll uns jetzt praktisch hier oben die Payload haben und hier unten den ganzen Treibstoff etc. Und dann würden wir direkt mal anfangen, indem wir oben die uns eine Guidance Unit draufsetzen, die größte, die es gibt, weil, naja, ob sie jetzt 0,5 oder 0,1 Tonne spielt keine Riesenrolle. Hoho, wird doch gereimt. So, und irgendwo gibt's genau Reaction Wheels. Reaction Wheels könnt ihr eigentlich nehmen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr habt welche. Und ich habe hier diese aus einem Mod. Die bringen nämlich auch ein bisschen Reaction Wheel Power praktisch rein und ein bisschen Strom. Reduziert den Part Count. Und davon nehmen wir gleich mal 3 Stück. Würde ich einfach mal sagen. Weil, wieso denn auch nicht? Moment, jetzt habe ich gerade irgendwas mit dem Torque gemacht. Das war gerade nicht gut. So, ich wollte die Autostrats anmachen. Root Part. So. Okay. Dann haben wir hier oben unsere Guidance. Und dann kommt direkt da oben drauf unser Decoupler. So, den größten, den wir haben, logischerweise. Nennen wir das Ganze auch gleich mal Single Stage to Orbit Rocket. Weil, naja, extrem kreativ. Safe. Ja, ja, alright. So, dann haben wir das. Direkt Autostraten, weil immer gut. Root Part. So. Gut. Also, da kommt unsere Fairing dann nachher drauf. Ne? So, da, große Fairing. So. Wir wollen nämlich viel in den Orbit transportieren, wenn es geht. Hallo, klick. So, große Fairing, alles klar. Und damit das jetzt aber erstmal nicht im Weg ist, werden wir das jetzt erstmal nicht machen, sondern erstmal kommt hier fetter Treibstofftank unten dran. Und zwar, für den Treibstofftank werden wir Folgendes machen. Meiner Ansicht nach geht es immer am besten, wenn wir da ein schönes Zwischenstück nehmen und das einfach mal hochschrauben. So, boom. Etwas in dieser Art habe ich mir vorgestellt. Und dann nehmen wir einen davon, drehen ihn auf den Kopf und machen ihn groß. 5 Liter, ja gut, größer, 7,5, oh ja. So, ein bisschen höher. Dann haben wir hier einen 7,5 Meter Durchmessertank mit entspannten 63.000 Litern Oxidizer und über 50.000 Litern Liquid Fuel. Und den verdoppeln wir. Boom! Das ist eine Rakete. Also das Ding fliegt problemlos bis in den Orbit und zurück mit einer Payload. Das ist zumindest der Plan. Werden wir gleich sehen, ob das funktioniert. So, Autostraten Root Part. Haben wir das Ganze erledigt. Strom haben wir oben mit drin. Und dann ist es jetzt an der Zeit, eine Engine zu wählen. Und für eine derartige Payload kommt eigentlich nur eine Engine in Frage. Die Vector Engine. Es gibt verschiedene Engines, aber die Vector Engine hat einfach den Vorteil, die ist klein und davon können wir draufschrauben, so viele wir wollen. Deswegen nehmen wir die. Also, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Sieht fast zu wenig aus, oder? Machen wir 8 so. So, 8. Sollen wir 16 machen? So ein bisschen verteilt. 16 Vector Engines außenrum. 16 Vector Engines müssten eigentlich fast schon reichen. Sollen wir nochmal 8 reinsetzen? Dann sind wir bei 24 Vector Engines. Okay, jetzt haben wir 24 Vector Engines. Brauchen wir noch irgendwas? So Deko halber noch irgendwie eine Atom-Engine oder sowas? Ja, okay. Also unterm Strich brauchen wir super viele Engines. Bin nur mit dem Design irgendwie gerade nicht so super happy. Wie wäre es, wenn wir das lieber so machen? So, 8 Stück ein bisschen nach innen versetzt. So. Und dann nochmal 8 Stück, noch mehr nach innen. Nochmal 4. So, nach innen versetzt. Okay, jetzt haben wir 8, 8 und 4. Das gibt 20 Vector Engines. Müsste.
Müsste funktionieren. Okay. So, 20 Vector Engines. Die schieben gut an. Kann man die... Oh ja, die kennen wir auch. Autostraten. Wieso denn nicht? Okay, und die Autostraten wir auch. Gut part. So. Damit das Ganze nicht umkippt, brauchen wir Flügelchen. Und mit Flügelchen meine ich, bei einer derartigen Payload brauchen wir ausgewachsene Flügel. Und davon werden wir 4 nehmen. So. Boom. Flügel. Check. Und ausgewachsene Füße. Und zwar richtig ausgewachsene Füße. Etwas in dieser Dimension. Boom. Die wirken fast klein daneben. Ja, reichen 4? Machen wir lieber 8. Bei dem Payload, das wir haben, sollten wir vielleicht lieber stabil stehen. So. 8 Füße. Check. Okay. Gut, wir haben 8 Füße, wir haben 20 Vector Engines, Flügel. Passt. Ich benutze immer ganz gerne nochmal ein paar kleine dekohafte Flügel auf der Oberseite. Ich finde die einfach... Ich fühle mich einfach wohler, wenn ich oben auch nochmal 4 Flügel habe, sagen wir mal so. Deswegen... Ich weiß nicht, ob die wirklich einen Unterschied machen, aber ich fühle mich wohler damit einfach. So. Okay. Genau. Bevor wir es vergessen. SAS. SAS haben wir, brauchen RCS. Und dafür kommt natürlich bei der Größe nur die Vector Engines in Frage. Vernor Engine heißen die. Davon brauchen wir mindestens 8 Stück. Aber die dürften nicht einfach irgendwie verteilen, sondern die müssen... So. Genau. Also jeweils 2 auf einer Seite. Wisst ihr was? Damit wir uns ein bisschen besser bewegen können, nehmen wir mal 3 auf einer Seite. Bei dem, was wir verbrauchen an Fuel, macht das auch nicht mehr. Das ist auch nicht mehr so wichtig. Also. So. Entsprechend oben auch. Zack. Und zack. So, 3 auf einer Seite. 3 pro Seite. Genau. Das ist irgendwie ein bisschen schief, oder? Können wir das ein bisschen runterschieben? So, ja, yep, okay. So, damit müssten wir uns sogar ein bisschen bewegen können. Gut, kommen wir zum Wiedereintritt. Beim Wiedereintritt ist es wichtig, dass wir unsere Geschwindigkeit runterbremsen können, ohne zu verglühen. Das heißt, Luftbremsen. So, aber andersrum. Genau, so rum. 4 Stück. So, und damit die auch ein bisschen besser bremsen, machen wir die ein bisschen größer. 150% sollte reichen. Schieben wir unsere Flügel ein bisschen runter, damit wir Platz machen, und Luftbremsen. So, 4 Stück. Die stabilisieren uns mehr oder weniger den Landeanflug. Okay, dann werden wir Fallschirme brauchen. Selbst wenn wir mit den Engines landen, werden wir Fallschirme brauchen. Und dafür nehmen wir die Drag Chutes erstmal. Also erstmal Fallschirme, die uns einfach mal beim Landeanflug ein bisschen bremsen. So, und Staging nicht vergessen. So. Und die brauchen wir doppelt so groß. Es sind zwar nur Drag Chutes, aber trotzdem, bei der Masse brauchen wir mindestens doppelt so groß. Und die gehen bitte auf so früh wie möglich. Okay, Spread Angle machen wir auch ein bisschen größer. Okay, 4 kleine Drag Chutes. Die werden uns noch nicht viel bremsen. Und dann nehmen wir die Radial Parachutes als ernsthafte Bremsen. Davon nehmen wir auch 4 Stück. So. Okay. Spread Angle ein bisschen größer. So, dann haben wir hier 4 davon und wir werden nochmal 4 hier verschrauben. So. Spread Angle 10. Okay. Dann haben wir 8 solcher Shoots. Die sind groß genug. Und 4 kleine Shoots. Okay. Und wir werden mit den Engines auch noch zusätzlich landen. So. Dann müsste das funktionieren. Speichern wir das Ganze. Und das, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Batterien haben wir. ACS. Ah, Solarzellen. Wir müssen auch ein bisschen Strom generieren. Wir würden nämlich sonst riskieren, ohne Strom zu fliegen. Und das wollen wir nicht. Also. Solarzellen. Achtet dabei unbedingt auf die Temperaturen. Diese seitlich anbringbaren Solarzellen, die kleinen Dinger, die verkohlen nämlich super gerne im Wiedereintritt. Deswegen werden wir etwas nehmen, was 2000 Grad Kelvin mindestens aushält. Also die Teile. 1x4, 2x3 oder 1x6 ist ziemlich wurscht. Ich nehme einfach mal 1x6. Die gehen einfach mal weiter auseinander. Und die kommen hier oben drauf. So, können schön hier. So, na, vielleicht ein bisschen weiter hinter. Na, mittig. Mittig ist gut. Hier oben 4. Und da unten direkt über die Füße. Auch nochmal. So, hier.
brauchen wir mal viel. Wir brauchen nicht übertrieben viel Strom. Wir haben relativ viel Batterien, also das reicht eigentlich. 8 Solarzellen, bei denen immer mindestens 4 bestrahlt werden von der Sonne, müsste reichen. Okay. Dann müsste alles passen. Um zu testen, ob das ganze Ding taugt, würde ich sagen, schießen wir erstmal ein bisschen was ins All. Zum Beispiel ein paar Wohnquartiere. Dafür habe ich mir gedacht, könnten wir die Hitchhiker-Module nehmen. Die hier. Die transportieren jeweils 4 Kerbals und wiegen 2,5 Tonnen. Oder wir nehmen die Omnibus Storage Container, wiegen 5 Tonnen statt 2,5, also doppelt so viel, und transportieren 8 Kerbals. Und sind ein bisschen im Formfaktor ein bisschen, naja, ausgewachsener. Also, nehmen wir die da. 8 Kerbals, 16 Kerbals, 32 Kerbals. Ich würde sagen, 32 Kerbals reichen erstmal. Was soll's. 40. 40 Kerbals und 25 Tonnen Payload. Und damit das Ganze schön aussieht, kriegen die auf die andere Seite noch. Ach, wie, das tun wir auch noch eine Batterie dazu. Wo haben wir es denn hier? Da. Batterie. Nein. Damit die Kerbals Strom haben. So, Batterie. So, verstrotten das ganze Ding. Dass es auch stabil steht, sonst kippt uns das und das wollen wir auf keinen Fall. So schön zur Root Part und zum Heavy Part. Okay. Und schreiben wir da ein paar Solarzellen drauf. So, okay. Und damit wir auch damit docken können, kommt auf die andere Seite auch noch ein Docking Port. So. Also, das reicht als demonstrative Payload, würde ich sagen. So, und jetzt die Fairing. Moment. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht abnehmen. So, ein bisschen runternehmen und die Fairing. Build Fairing, also. So, so schmal wie möglich, wenn es geht. So, okay, schön stromlinienförmig. Das ist unsere Payload, das ist unsere Rakete. 25 Tonnen Payload sollte überhaupt kein Problem sein. Der Sinn einer solchen Rakete ist halt vor allem, dass sie recoverbar ist. Und dass ihr nicht jedes Mal eine neue designen müsst. Das heißt, ihr nehmt diese Rakete, schraubt oben drauf, was ihr ins All schießen wollt. Problem erledigt. Also, safe und schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Los geht's. So. Los geht's. Also, Kerbal Space Program, bitte. Dankeschön. Ja, das ist immer ganz wichtig, dass das immer als erstes aufgeht. So, das ist mal ein solid. Warum stehen wir so schief auf dem Launchpad, wenn ich fragen darf? Gute Frage, ha? Aber die Füße scheinen das gut auszuhalten. Also, schauen wir mal. SAS an. Schub auf voll. Engines auf ready. Start in 3, 2, 1, Feuer! Füße einfahren. Ja, gerade noch so. Also vielleicht 2-3 Vector-Engines mehr hätten jetzt, glaube ich, auch nicht geschadet. Wir heben gerade noch so ab. Ja, ich hätte vielleicht nicht so sparsam umgehen sollen mit den guten Engines. Da ist deutlich noch Platz hier unten. Ja, merkt euch, schraubt einfach mal lieber zu viele als zu wenige Engines dran, sonst hebt ihr nicht anständig ab. Okay, aber fueltechnisch sieht es ganz gut aus. Ich meine, die Vector-Engines saugen sich halt den Fuel da raus, das gibt's ja nicht. Aber, naja, was wiegen wir denn? Kriege ich das irgendwo raus? Ich glaube, da muss ich auf die Map gehen. Und genau hier. Aber wir wiegen entspannte 1300 Tonnen, noch schnell weniger werdend. Aber gut. Die Payload sieht so klein aus. Los. Komm, schieb mal ein bisschen mehr an hier. So, wir nähern uns dem Orbit. Dann werden wir auch gleich mal einschlagen. Dann schauen wir mal, ob die Flügelchen auch halten, was sie versprechen. So. Die Vector Engines haben halt so eine geile Gimbal Range, dass wir da halt problemlos die Spur halten, sozusagen. Komm, los. Sieht gut aus. Ja, wir sind bei 13.000 Metern. Haben fast die Hälfte an Fuel verbrannt. Sind bei der Hälfte genau gleich. Moment. Nein, noch nicht. Jetzt sind wir bei genau der Hälfte des Fuels. Ja, wie sieht's denn aus? Wie hoch kommt unsere Apoapsis? 40.000 Meter. Ja, neigen wir mal ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. So. Ja, haben wir genug Fuel dabei? Vielleicht steigen wir auch einfach nur nicht schnell genug. So,
so. Sieht ziemlich unspektakulär aus. Ich glaube, ein paar Vector Engines mehr wären echt nötig gewesen. Weil wir hängen viel zu lange in der Atmosphäre rum. 1100 Meter. 1100 Meter pro Sekunde, das ist zu lahm. Nase runter. Ich peile immer ganz gerne 100.000 Meter Maximalhöhe an. Genau, so. Weil dann weiß ich, wenn das im Probelauf funktioniert, dann funktioniert das sicher auch. Was machst du da? Nase hoch. Dann komme ich safe auf meine 70.000 Meter Höhe. So, boah. Trotz all dem SAS und all dem RCS ist es sauschwer, das Ding zu kontrollieren. So, und die Fairwing. Tschüss. Gut. Solarpaneele. Auf. Jetzt schlägt er mich wieder um. Komm, bremsen, bremsen, bremsen. Okay. So weit, so gut. Jetzt komm. Gut. Jetzt warten wir mal, bis wir da ein bisschen in der Nähe sind. Und jetzt würde ich sagen, ist die Nähe erreicht. So, mit Hilfe von RCS. Nase runter. Ja, das sieht gut aus. Und Schub. Erst ein bisschen. So, ein bisschen mehr. So, schön Nase auf Ziel ausrichten. Und Vollschub. Okay. So, wir brennen uns hier durch unser Fuel durch wie sonst noch was. Dann schauen wir mal, ob das reicht. Wir brauchen nämlich eigentlich ein paar Engines mehr drauf, wenn wir zumindest schwerere Frachten transportieren wollen. Dann müssten wir vielleicht auch mehr Fuel draufsetzen. Aber werden wir gleich sehen. Wir sind noch bei 20.000 Litern. Von 110.000. Also, ihr seht hier oben das Fuel-Anzeige. Aber ich glaube, es sieht gut aus. 90.000 Metern. Genau. Seht euch das an. Tada! Hier haben wir 90.000 Meter. Hier haben wir 110.000 Meter. Wir sind in einem stabilen Orbit. Wir werden jetzt gleich noch den Orbit komplett auskreisförmigen. So. Also, mit Hilfe von RCS Nase runter. Oh, ohne das RCS wäre das gar nichts. Das bewegt sich ja so schon gar nicht. So. Zurück auf die Map. Mach mal hier bei Periapsis und Apoapsis an. Und dann werden wir mal perfektionistisch, wie wir sind. So. Hopp, perfekter Kreis. 110 zu 112. Na genug. Dann wird es Zeit, unsere Payload zu delivern. Und die Kappe. Wo bist du? Die Kappe Node. Pluck. Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Los, verschwinde. Na gut, dann schwebt da weiter vor meiner Nase. Auch recht. Okay. Dann schwebt da halt weiter. Weh, die kappelt jetzt schon wieder. Ah, okay. So geht's auch. Physik sagen danke. Tschüss. Da ist doch kein Körbel drin, oder? Habe ich jetzt irgendwie nicht gegengecheckt, ob da jemand drin war. Ist egal. So, wir drehen uns jetzt eine Weile hier um Körben, bis wir auf der anderen Seite bremsen und versuchen, wieder auf dem KSC zu landen. Ich kriege das zwar nie hin, aber ihr könnt es ja mal probieren. So, also KSC ist hier irgendwo. Müssten wir jetzt bremsen. Okay, also super dunkel. Dann mit Hilfe von RCS machen wir es mal ein bisschen heller. So, mit Hilfe von RCS ein bisschen die Richtung einsetzen. So, und beschleunigen. Und ganz sanft, wir müssen nicht viel beschleunigen. So. Ja, da geht unsere Periapsis runter. Wir haben noch 15.000 Liter. Pff, ganz entspannt. So. Okay, stopp, das reicht. Alles klärchen. Dann würde ich sagen, ab zum Wiedereintritt. So, da warpen wir mal vorwärts. Uiuiuiui. Wenn ich, wie wohl ich mich fühle, mit dem Wiedereintritt mit dem Hintern voraus, aber schauen wir mal, was draus wird. Okay, also. Es wird etwas heiß werden. Schauen wir mal, wie gut der Autopilot die Nase oben halten kann. So. Okay. Die Tailfins kriegen schon langsam Hitzeschäden. Vielleicht waren die nicht so die gute Wahl. Ich habe nicht geschaut, ob die so viel Temperatur aushalten. Aber was wir sicher machen sollten, wäre, die Solarzelle wieder einzuklappen. So. Okay. Und es wird heiß. Und es wird heiß. Und wir werden über das Kerbal Space Center hinausschießen. Das sehe ich jetzt schon. Macht nichts.
Ihr könnt gern bessere Piloten sein als ich. Ich bin pilotentechnisch eher so ein Unbegabt. So. Das werdet ihr sehen, wenn ihr rückwärts in die Atmosphäre wieder reinkommt, werdet ihr anfangen euch zu drehen, weil der Autopilot immer gegenlenkt. Und er denkt nicht daran, dass wenn er nach links lenkt, die Flügel nicht so gedacht sind, dass sie... Moment. Nicht gut. Flügel werden heiß. Können wir da was gegen machen? Wie wäre es, wenn wir mal die Luftbremsen aufmachen? Das ändert gerade nicht viel daran. Gut, wir brauchen andere Flügel. Puff, zwei von vier Flügeln sind schon drauf. Drei und die sind alle draufgegangen. Gut, wir brauchen andere Flügel, eindeutig. So. Das Schöne ist, wir sparen uns das Heat Shield, weil die Vector Engines unten sind. Und die Vector Engines sind so gemacht, dass sie viel Temperatur aushalten. Zumindest hoffentlich. Werden wir gleich sehen. Okay, die motzen alle, dass sie ein bisschen heiß werden. Schauen wir mal, was gleich passiert. Im schlimmsten Fall können wir die Engines zünden und so unsere Geschwindigkeit reduzieren. Moment, was war das? Was geht denn da drauf? Oh, das sind unsere Flügel. Das sind unsere Flügel, die hätte ich nicht offen lassen sollen. Die sind eher für den unteren Orbit gedacht. Ja, schnell wieder einklappen. So. Okay, unsere Vector-Engines werden ganz schön heiß. Vielleicht müssen wir die kurz zünden. Zünden wir mal ein bisschen. So. Um die Hitze zu verteilen. Sieht gut aus. Keine Panik, die laufen immer so heiß. So, cutten wir die Engines. Ah, eine davon ist heißer als die anderen. So. Okay. Das ist echt... Uiuiuiuiui. Dann machen wir das ACS an. Hier wird irgendwie gerade groß gewackelt. Okay, jetzt sieht es gut aus. Wir sind im safen Bereich, alles klar. Und wir sind deutlich kürzer reingekommen, als ich wollte. Ich wollte eigentlich nicht im Wasser landen. Eigentlich nicht so toll. Vielleicht können wir uns irgendwie drehen? Können wir uns drehen und ein bisschen in Richtung Land beschleunigen? Wäre das eine Möglichkeit? Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wir haben zwar keine Flügel mehr, aber... Pff. Na gut, grundsätzlich sollte eine Landung auf Wasser auch drin sein. So. Ja, wir haben immer noch 500 Meter pro Sekunde drauf. Es hat immer noch Überschall. Aber ohne Flügel wird das mit dem Beschleunigen nichts. Na gut, dann testen wir jetzt halt die Landung auf Wasser. Tja, was sollen wir machen? Drag Shoots auf. Ja, Drag Shoots bremsen schon mal gut ab. So, ist gut. Okay, wir sind bei 1800 Meter. Machen wir die Beine auf. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt auf dem Wasser, aber werden wir gleich sehen. Große Shoots auf. So. Ja, die bremsen gut. Machen wir das SAS aus. Und wir sind bei 9 Meter pro Sekunde. Nur mit den Fallschirmen. Und wir haben sogar noch ein bisschen Fuel übrig, um zu bremsen. Okay. Machen wir vielleicht die zwei Luftbremsen an, die uns geblieben sind. Nicht, dass sie bei 9 Meter pro Sekunde viel bringen würden, aber tja. Okay, und jetzt müssen wir ganz vorsichtig noch ein bisschen mit den Engines nachzünden. Oh. Okay, zu spät. Autsch! Autsch! What the? The Kraken! Was zur Hölle? Ja... Was ist hier gerade? Was passiert hier gerade? Leute? Ich glaube, ich habe Kerbal Space Program kaputt gemacht. Also, wir befinden uns gerade im Landeanflug mit Version 2. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier die Space Plane Tailfins draufgeschraubt. Die halten deutlich mehr Temperatur aus. Was immer eine geschickte Idee wäre. Und ich habe die Anordnung der Vector Engines geändert, so dass jetzt 24 Stück statt 20 Stück draufgepasst haben, was den Aufstieg deutlich leichter gemacht hat. Und jetzt sind wir gerade bei einem ziemlich heißen Wiedereintritt. Eigentlich habe ich versucht, auf Land zu landen. Eigentlich. Betonung liegt auf eigentlich. Hat irgendwie gerade nicht geklappt. Macht nichts. Hauen wir da voll die Bremse rein. Kontrollierbar wie ein Stück Schuh. Los, 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 jetzt komm, da lang, ich will da lang. ACS an. Da lang sollst du.
Ah, das, der Autopilot spielt dagegen, deswegen. So, in die Richtung, bitte schön. Bis 1000 Liter brennen wir runter und 1000 Liter noch. So. Jetzt landen wir aber auf Land. Jetzt landen wir auf Land. Okay. So. Und wir kommen rein. Ich will eigentlich vor allem testen, ob die Füße funktionieren. Sagt mir nicht. Doch, das ist Land. Das ist Land. Erzähl mir nichts. Apropos, Dragshoots. Dragshoots. Wo sind die Dragshoots? Hauptshoots. Beine. Füße, Füße, Füße. Oh. Okay, okay, alles gut. Alles unter Kontrolle. Muss so landen. Man muss so landen. Das muss so aussehen. ACS, ACS. Füße. Warum gehen die Füße nicht auf? Ach, das waren die Bremsen. Toll, dass die Füße. Ja, jetzt ist super. Mach das ACS aus. Mach das SS aus. Bremsen. Ich will nicht ins Wasser. Bremsen. Perfekt gelandet. SAS doch. SS, SS, SS. Komm, komm, komm. Ich will da nicht. Ich will nicht ins Wasser. Nein. Nein. Ich will nicht ins Wasser. Push. Geh da aus. Aus. Mach die Bremsen zu. Mach die Beine zu. Irgendwie funktioniert das nicht. Irgendwie. Was passiert hier gerade? Ich bounce gerade. Boing. Boing. What the fuck? What? Was? Hallo? Boing, boing, boing. Leute. What the fuck? Was passiert hier gerade? Und es hört auch nicht auf. Ist das SAS? SAS aus? Nö. Okay, zählt das als gelandet? Wir können zumindest recovern, damit zählt das als gelandet, würde ich sagen, oder? Recovern wir das. Ja, perfekt. Ja, das funktioniert. Single Stage to Orbit. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Okay. Auch wenn meine epische Unfähigkeit, das Ding zu fliegen, damit wohl eindeutig außer Frage stehen. Nichtsdestotrotz ist das Design gut. Und what the hell passiert hier gerade? Leute, mein Kerbal Space Program ist kaputt. Ich hab mein VAB unter Wasser gesetzt. What the fuck? Schaut euch das... The hell? Okay. Leben, tot, Leben, tot, Leben, tot, Leben, tot, Leben, tot. Mein, ja, ich hab Atlantis. Kerbal Space Program als Atlantis. Oh, es ist schwarz. Was ist jetzt passiert? Ich glaube, ich habe irgendwo drauf geklickt. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, das Däumchen nach unten, dann weiß ich auch, dass es euch nicht gefallen hat. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, würde ich ein Abo in Betracht ziehen oder auf jeden Fall wiederkommen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß noch.